Kunst und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark. Guten Abend, meine Damen und Herren. Grüß euch. Ich kriege schon einen Applaus. Ja. Hallo. Danke fürs Kommen. Wir haben zu Beginn so diese minimale Bitte, dass ihr eure Handys vor die Tür legt oder abdreht. Und jetzt legen wir los. Boom. Also ich bin ja total froh, dass du heute da bist. Ich habe dem Christian schon vor 3 Jahren gesagt, wo wir diesen Podcast gestartet haben, Alter, wir müssen echt einmal in David Scheid einladen, den Influencer Dave. Ich habe so eine tiefe Connection zu dir. Und ja, wie geht's dir eigentlich vor so einem Auftritt wie heute hier? Bist du da nervös oder sowas? Ja, ich habe sehr viel gegessen vor dem Wegfahren, darum war ich sehr müde jetzt beim Herkommen. Aber danke für die Einladung als allererstes Mal. Gerne. Ich habe den coolen Sessel, weil ich kann hin und her und euch beide anschauen. Yeah. Mir geht's gut vor so einem Auftritt, also nervös, weil ich nicht weiß, was ihr mich fragt. Aber sonst, also ich glaube, ich wurschtel mich schon raus, wenn es mir nicht passt. Aber so grundsätzlich bist du da nervös vor deinen Auftritten? Am Anfang war ich immer sehr nervös. Also ich glaube, ich habe in jedes Theater in Wien mal Backstage reingespieben. Wirklich? Das schon, ja. Also aber jetzt vorne geht's. Raus. Ja, es geht vorne raus. Aber mittlerweile bin ich eigentlich entspannt. Ja. Naja, jetzt sind wir mittendrin. Kevo, ja. Wer sind wir? Wir müssen kurz Mini-Introduction machen. Ja, wir sind Kevo und Christian, Kunst und Klischee Podcast. Wir machen Gespräche mit Menschen zu Kunst, Kultur und Kreativität. Und wir haben jetzt hier einen, wenn wir es richtig verstanden haben, ursprünglich Landschaftsgärtner. Und was ist dann passiert? Boah, ja, das ist jetzt wirklich im Medias Res. Naja, Landschaftsgärtner, was ist dann passiert? Der Bandscheibenvorfall. Und dann konnte ich das nicht mehr machen und habe dann wollt was anderes machen und war dann Filmvorführer beim Open Air Kino, Volkskino und Kino am Dach in Wien und habe parallel halt, oder hab, was ich immer schon gemacht habe, war Auflegen halt auch als Landschaftsgärtner. Und ja, also nicht auch, auf der Baustelle, aber. War das auch der Name damals schon? Der, wie? Weil ein Freund von mir ist der Parkwächter. Das ist sein so. Rapper-Tag. Ja, und dann gibt es auch den traurigen Gärtner, aber das bin nicht ich. Ich hatte keinen beruflichen DJ-Namen. Mein DJ-Name war DWD. Das wissen die wenigsten. Aber jetzt wissen wir es. War nicht so erfolgreich, aber ja. Aber wir fangen auch öfter mal in der Kindheit an. Wir reden dann einfach drüber, wie hat das Ganze gestartet? Also die Liebe zum Rap oder zu diesen ganzen Geschichten. Wo bist du groß geworden? Wie hat das alles angefangen bei dir? Ja, Liebe zum Rap war bald mal da. Ich bin in Niederösterreich aufgewachsen, im Weinviertel an der Grenze zum Machfeld. Schade. Aber schon Weinviertel. Da sind sie ganz stolz da draußen drauf. Das ist wichtig für die Leute. Und da gibt es nicht viel. Und ich war dann, lustigerweise hier in der Gegend mit 14 oder 15 war, Beastie Boys Release-Konzert vom Hello Nasty-Album in der, hat damals geheißen, Libro Music Hall, glaube ich. Das war da irgendwo im Theater. Da habe ich zweimal Tool gesehen. Da waren die Zeiten echt also noch in Ordnung. Das war vor meiner Zeit in Wien, da kenne ich mich leider nicht aus. Das war eine super Location. Ja, das war tipptopp, weil wir sind von Gänserndorf mit dem Zug zum Praterstern gefahren, haben uns beim Bilder noch Bacardi Breezer gekauft. Die haben sie uns da dann wieder abgenommen, weil 14-jährige Burschen oder so, weißt du, geht nicht. Und sowieso beim Konzert keine Flaschen rein. Und ich dachte, mich erwartet jetzt ein Punkrock-Konzert, weil ich die Beastie Boys von diesen Crossover-Sachen gekannt habe. Und dann hat der Mixmaster Mike, der DJ von denen, das Intro gestartet mit 2 Plattenspielern und ich habe mir gedacht, ich scheiß mich an, das will ich machen. Ja. Und dann habe ich mir dann, im Sommer habe ich dann gearbeitet bei der Gemeinde bei uns. Das also hast du gemacht, auch schon Gärtner oder was? Ja, im weitesten Sinn, also mit dem Schnürlmäher das Gras aus den Fugen. Schnürlmäher? Wie sagt man das? Das sind diese elektrischen Motorsensen oder so, ja. Das hat so Schnürdeln, so Plastikschnürdeln, die drehen sich schnell und da schneidet man das Gras ab. Und das, was beim Randstein zwischendurch raus, in einer schönen Gemeinde im Weinviertel,
da darf kein Gras wild aus dem Randstein wachsen. Drum geht man da durch, dann hast du aber den Rollsplit auch noch vom Winter, den fetzt du jedem Autofahrer auf die Windschutzscheibe, die bleiben stehen, schimpfen dich. Und ja, Gemeinde, Chuckle halt einfach. Und mit dem Geld habe ich dann die ersten Plattenspieler gekauft, ja. Also es ist eigentlich, wir würden da jetzt nicht sitzen, wenn nicht unglaublich kleine, zarte Pflanzen manchmal ihren Weg durch den Asphalt finden. Genau, wow, und ich sie leider... So schön. Ja, und ich musste sie aber töten, das ist ja das Problem. Ja, ich musste naja, sie. Ja, sad. Aber auch wirklich schön. So war mein erstes Geld, ja, Killing. Naja, aber da können wir gleich über den Nährboden reden, von dem du herkommst. Wie sind deine Eltern so? Haben die das irgendwie cool gefunden, dass du so Rap hörst und so Zeug? Ja, weißt du, den Rap, den ich da am Anfang gehört habe, das war so, habe ich schon heute mit jemandem geredet, Fettes Brot hat jetzt sein Abschlusskonzert gemacht. Das war jetzt nicht so böser Rap, ne? Ja, oder 1-2 und absolute Beginner oder so. Zum amerikanischen Rap habe ich erst viel später gefunden. Das war mir immer zu, da konnte ich nicht relaten mit dem, mit dem, mit der Street, das gab es ja bei uns nicht im Weinviertel. Wobei es gab radikale Pflanzen, die da durchwachsen wollten. Genau, ja, die musste ich meine Hut frei halten von Unkraut. Ja. Beikraut sagt man auch als Gärtner eigentlich, nicht Unkraut gibt es nicht. Ja. Aber was, wo waren wir? Ne, wir waren einfach gerade da, wieder, ob meine Eltern Nährboden zufrieden waren. Ja, naja, da gibt es ja wirklich eine lustige Geschichte, weil man... mein Vater hat einen Bausparvertrag für mich eingerichtet, damit ich mir einen Führerschein leisten kann. Und ich habe dann mit 18 nicht einen Führerschein gemacht, sondern mir gescheite Plattenspieler. Zuerst hatte ich nur so Riemenbetriebe, mit denen kannst du nicht scratchen, da geht's. Brauchst direktbetriebene. Und dann habe ich den Bausparvertrag, wie ich 18 war, aufgelöst. Vater hat gesagt, super Führerschein. Ich so, na, ich glaube nicht. Da haben wir zwei Technics und ein Westex-Mischpult gekauft und dann war es so richtig der Startschuss. Ja, und mein Vater hat dann zu mir gesagt später, gut, dass ich mich da durchgesetzt habe, weil das war was fürs Leben. Ja. Hast du mittlerweile einen Führerschein? Ja, habe ich, ja. Okay. Wer denn zahlt? Mein Chef, als ich Landschaftsgärtner war, der hat gesagt, wenn du Vorarbeiter werden willst nach der Gesellenprüfung, dann musst du einen Führerschein haben. Sag ich, kann ich mir nicht leisten. Sagt er, das ist ja wurscht. Also eigentlich super Strategie auch noch. Ja, voll. Gewesen. Dafür habe ich mich dann halt noch verpflichtet, 2 Jahre in dieser Hitten weiter zu hackeln, die nicht so smooth war eigentlich. Aber da führte ich den Führerschein dann. Ja. Landschaftsgärtner und Bandscheibenvorfall, ja. Und dann auf der Bühne. Oder? Und dann, ja, und noch Filmvorführer, ein bisschen so angelernt. Und halt, ich hab dann oft, beim Open Air Kino, da sind wir dann hingefahren zu den Parks, haben die Kinos aufgebaut, Film gezeigt, Kino abgebaut, sind ins Lager gefahren. Dann war es 1 oder was, dann bin ich oft noch in den Club gefahren, auflegen. Und irgendwann war es dann irgendwie so, dass es dann mit der Arbeit sich zu sehr gematcht hat. Und dann habe ich auch angefangen, mein erstes Kabarettprogramm zu spielen. Und dann haben sich die Abendtermine natürlich sehr gematcht. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich nur noch das. Ja. Aber da ist ja trotzdem, da ist irgendwie so ein Gap zwischen, ich mache jetzt Musik oder ich lege auf oder was. Und auf einmal mache ich ein Kabarett. Das ist ja auch wieder ganz stimmt, was anderes. Stimmt, habe ich was ausgespart. Ja. Ja, was war da los? Ja, das ist bei... Also in der Hip-Hop-Welt nicht so angesehen. Ich habe dann, weil ich mir gedacht habe, ich möchte auf der Bühne was ausprobieren, bin ich zu Poetry Slams gegangen und da kann man 5 Minuten seinen Text darbieten. Das hat mir urtaugt und es war echt so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, arg, weil da konnte man sogar was verdienen. Also die haben dich dann gebucht zu ihrem Slam nach Innsbruck, haben dir die Bahnfahrt gezahlt, eine Gage und ein Hotel und ich dachte, boah geil, das ist live und für 5 Minuten auf der Bühne stehen. Wie viel Gage? So 20 Euro? Nein, waren schon ein bisschen so 1-200 und das war für den Anfang war das wirklich, habe ich mir gedacht, wow, super leibend, das ist irgendwie so Appreciation und so. Und habe da weitergemacht und habe das ein paar Jahre gemacht und dann ist mir halt so langweilig geworden, dass ich nur lesen darf und habe dann angefangen bei den Poetry Slams dann mich so ins Showcase-Eck reinzuschleichen und habe halt mit den Turntables, und da gibt es eigentlich auch eine Vorgeschichte dazu, warum mache ich Blödsinn mit den Turntables? Ja? Ja. Also wir hatten eine DJ-Crew, der Sur-Sound, den kennt auch keiner. Wir haben so bei so Drum-and-Bass-Festeln aufgelegt, Drum-Bass-Hip-Hop und Raga aufgelegt und haben uns immer
für unsere Shows immer wieder Samples geschnitten aus Funk und Fernsehen, Radio und Fernsehen aufgenommen. Ich glaube sogar VHS-Kassette noch. Und dann haben wir das irgendwie in den Computer bekommen und dann haben wir das in ein Plattenpresswerk geschickt und dann Doublets heißt das. Also da hast du dann eine Platte, die da kostet ein Stück 200 Schilling wahrscheinlich oder so und da hat sich jeder zwei pressen lassen und da waren dann unsere persönlichen Samples drauf, die wir scratchen wollten. Das war so und das haben wir dann im Club halt immer so dazwischen rein gesampelt und es hat Urspaß gemacht und so, lauter Bullshit. Und das habe ich dann, und dann kam eben Digital DJing, wo man dann das sich nicht mehr schneiden und pressen lassen muss, sondern du hast es als WAV-Datei, MP3-Datei, schneidest dir das am Rechner schnell zusammen und ladst es rein und kannst es mit dem digitalen DJ-Programm aufs Vinyl bringen und scratchen und hast es in der Hand. Und das habe ich dann benutzt bei den Poetry Slams, um halt das zu verbinden, Text und Bullshit-Scratching und so. Und das ist gut angekommen. Und dann hat mir wer gesagt, da gibt es so Nachwuchs-Kabarett-Preise, willst du da nicht mitmachen? Habe ich da mitgemacht und dann... Hat man einfach gewonnen, oder was? Habe ich einfach gewonnen, ja. Aber wie bist du, woher hast du gewusst, worüber du sprechen möchtest in deinem Programm? Wie hast du es geschrieben? Wie war das Schreiben? War das locker flockig? Was oder? War deine Inspiration? Ja, das war immer das Ding. Also, und das war auch, das muss ich dem Poetry Slam sehr dankbar sein, weil da gab es oft Themenslams, wo man dann als Auftragsarbeit einen Text schreiben musste. Da hat man dann eine extra Gage gekriegt. Und das waren so die ersten Sachen, wo ich mir, und dann habe ich mir gedacht, ah ja, cool, dann kann ich ja, also dann habe ich was. Also da habe ich, das bringt denen was und mir was. Und so habe ich dann mein erstes Kabarettprogramm zusammengestöpselt aus diesen Auftragstexten teilweise, die ich dann noch umgebaut habe und gemischt habe mit diesen Plattenspielersachen. Ja, aber locker flockig, nicht urgestresst eigentlich immer beim Schreiben. Na, vor allem denke ich mal, ich meine, urgeil, dass das da, dass es diese Brücke gab, irgendwie, die helfen konnte. Aber den Rest musst du ja immer noch selber gehen. Musst du selber noch sagen, ja, ich nehme jetzt den Mut zusammen und schreibe ein längeres Programm, ist ja auch eine andere Fallhöhe. Dann brauchst du Locations, da müssen Leute kommen. Gibt Interviews mit dir, wo du sagst, zu Beginn war das gar nicht so leicht. Ja. Also, ja. Wie hast du Sachen beworben? Wie sind die Leute zu dir gekommen? Wie ist es gegangen? Ja, eben durch diesen Kleinkunstpreis. Das war mal ein guter Türöffner für so ein paar Kabaretttheater, ein paar renommierte. Und genau, dann habe ich diesen Preis gewonnen und hatte halt 15 Minuten Programm. Und wie du sagst, wie kommt man auf die Idee, das dann zu einem Abendfüllenden zu machen? Dann habe ich eben beim ersten Programm diese ganzen Poetry Slam Texte zusammengestoppelt und verbunden mit dem Plattenspielerzeug und mir neue Sachen dazu als Brücken ausgedacht. Dann habe ich gedacht, okay, passt, jetzt ist das ein Programm, das kann ich, weil ich sollte ja eins liefern, weil man hat ja dann einen abendfüllenden Abend gewonnen quasi mit diesem Preis. Und dann ging das halt so und dann, wie du gesagt hast, das war nicht so leicht am Anfang, weil dann sitzt man in einem renommierten Kabaretttheater, da gibt es Abonnenten und die denken sich, ah, schauen wir uns doch mal den Jungen da an, der vielleicht, ich kenne den nicht, aber ja, und dann spielst du und es ist so Silence. Ja. Weil so Generationenkonflikt, der nicht ausgetragen wird? Oder? Auf eine Art Generationenkonflikt, auf der anderen Art einfach Geschmackskonflikt, glaube ich, weil was soll das? Ein Typ steht mit Turntables auf einer Kabarettbühne, macht einen Hybrid aus Kleinkunst und Turntablism und was soll das überhaupt und wieso ist da so viel Rap und wieso sind da so laute Beats und das ist mir zu wild. Und manchmal haben mich Leute danach auch gefragt, ob ich das live mache oder ob das Playback ist, wenn ich scratch. Und, ja. Aber ist das auch eigentlich schon eine Form von Elitismus? Von was? Elitismus, weil das klingt für mich, die Kabarettbranche klingt für mich so geerdet und so. Und das, was du erzählst, klingt gerade irgendwie auch irgendwie abgehoben. Naja. Wenn die Rezeption so daneben gehen kann, wenn Leute dann frustriert sind, dass da nicht das steht auf der Bühne, was man sich erwartet hat. Ja, genau. Ja, aber das ist halt, das ist im Kabarett ganz, habe ich ganz viel die Erfahrung gemacht, vor allem am Anfang, dass das Publikum eben erwartet, jetzt gefälligst auf ihren Geschmack zugeschnitten unterhalten zu werden. Und das habe ich halt nicht geschafft, weil mich kannte niemand, die kamen dorthin, weil sie sich gedacht haben, na schauen wir halt das mal an, der hat da den Preis gewonnen, weil das wird ja dann auch immer von den Theatern dann so beworben und so. Und dann stehst du da in der Bringschuld und die Leute denken sich, na Alter,
Was ist aber mit ihm? Wie hart ist das? Weil du stehst ja voll in deiner Verletzlichkeit da, ne? Weil du sogar eben live, nicht Playback, du spürst die Stimmung. Ja. Ja. Das waren schon schmerzhafte Momente, definitiv. Es war ja, ich war dann, und das muss ich wirklich sagen, es war ein Glück, da gibt es eine Reihe, die nennt sich Die lange Nacht des Kabarets, das gibt es seit 30 Jahren und der bucht immer 4 aufstrebende neue Leute, Unbekannte, für 2 Jahre in einer Show zusammen und die fahren dann 2 Jahre zu viert durch ganz Österreich in jedes Kaff. Ja. Und dann spielst du da beim Wirten in irgendwo im Burgenland, also ich will jetzt nicht haten oder was, so der große Wiener will nicht im Burgenland in einem Wirtshaus spielen, nein, aber weißt du, das sind halt die Erwartungen der Leute dort, die kann ich nicht erfüllen, ja, will ich auch nicht, ja. Und ja, das waren halt dann so Momente, wo dann einfach Ruhe war, eine halbe Stunde. Ja. Und danach kommt jemand oft mal, also einer der Veranstalter oder ein Freund vom Veranstalter, sagt so, du, das war das Beste, was jemals jemand zu mir nach einer nicht funktionierenden Show gesagt hat. Er hat gesagt, wenn du merkst, dass es nicht zirkt, einfach nur ein Scheiferl nachlegen. Wie der Coolies. Kennst du ihn? Der Coolies. Der macht es so. Den Leuten hat es eh taugt. Die können es nur nicht sagen. So, ja, also, das habe ich oft gehört. Ja. Bei uns die Leute, die können es nicht so sagen. Ja. Und ja, schmerzhaft, ja. Aber Lacher sind ja eigentlich so, das macht dann so glücklich, oder, wenn wer lacht. Also wenn ihr lacht, dann freut mich das auch voll. Also lacht es ein bisschen mehr da. Ja. Aber wenn man es dann nicht kriegt, also wie schafft man es, dass man es dann kriegt? Also du hast es ja gekriegt, irgendwann. Naja, irgendwann hat sich offensichtlich rumgesprochen unter den Menschen, die das interessiert, dass es das gibt. Und die schauen sich das an und ich habe jetzt das Gefühl, ich habe jetzt ein Publikum, das kommt wegen mir und nicht, weil das Theater renommiert ist und man da halt hingeht und sowieso gut unterhalten wird, sondern die kommen jetzt wegen mir. Das freut mich, dann bin ich wirklich jedem dankbar, der in meine Vorstellungen kommt und die. Und ja, also ich glaube, ich habe mir ein Publikum erarbeitet und das freut mich und denen bin ich sehr, sehr dankbar. Ja. Ja. Weil die verstehen, was ich mache und finden das lustig und finden das gut, womöglich. Und drum. Also es ist ja ein Geben und Nehmen. Ohne dem Publikum könnte ich nicht spielen und ohne mir würden sie woanders hingehen. Ist wahrscheinlich eh wurscht. Also ohne mir ging es schon. Und sag, du bist dann irgendwann auf einmal im Fernsehen gewesen. Da gab es den Dave, da gab es die Tagespresse. Wie hat sich das ergeben? Weil das klingt so nach total Next Level auf einmal. Da kann doch damit der Sichtbarkeit gar nichts mehr schiefgehen. Wahrscheinlich kann auch immer total viel schiefgehen, aber das ist ja mega Exposure. Ja, das war ein Glücksreinrutschen, weil es war nach dem Kleinkunstvogel, nach diesem Kabarettpreis, hat mich schon eine Agentur kontaktiert. Kannst du dir vorstellen, mit einer Agentur zu arbeiten? Und ich so, na, sicher nicht. Und warum? Na, glaubst du, die gibt was her von meinem Knädel. So, das war meine Attitude, ja. Aber welches Knädel? Wenn dich keiner bucht, kriegst du kein Knädel. Ja. Das habe ich damals nicht gecheckt, ja. Jedenfalls, die haben dann war ein bisschen hartnäckig. Und die haben dann die Tagespresse-Show produziert, die im Fernsehen war. Die war im ORF Tagespresse aktuell, diese Nachrichtensendung. Und da haben sie gecastet und hat sie gesagt, du kommst du morgen zum Casting? Und ich so, ja, na gut, komm ich halt. Und dann haben sie mich da wirklich genommen für diese Jugendreporter Dave. Aber da war Dave schon, das war von denen vorgegeben oder war das deine Erfindung? Und du hast da improvisiert beim Casting? Ich habe improvisiert beim Casting, der Name stand noch nicht. Und die haben gesagt, ja, wir nehmen dich, wir machen das und wir werden dann Leute interviewen und wir gehen da hin und du führst dich auf. Und ich so, ja, wie soll das heißen? Ja, Arbeitstitel ist Dave. Ich so, ja, super, wäre cool, wenn wir das ändern, weil den Spitznamen, gegen den wehre ich mich eigentlich, seitdem ich ein Kind bin. Ja, ja, passt schon. So, dann wird das ausgestaltet und es heißt genau Dave. Und ich so, Alter, zerdeppert. Ja. Jetzt, ja. Aber genau, und das war nämlich lustig, weil es waren 12 Folgen jede Woche im ORF und es hatte null Auswirkungen auf die Besucherzahlen im Kabarett Niedermayer oder was. Ja. Also es wurden immer weniger Besucher. Ja. Es war so 50, 40, 30, 11. Ja, vor 11 Leuten, es ist richtig schön zu spielen. Aber wir reden jetzt gerade von dir, Dave, der Jugendreporter. Genau. Also Jugendreporter ist sowas Geiles, das ist eigentlich ja mein Traumberuf, was du da gemacht hast. Aber wieso lachst du da?
Ja, ich wollte auch beim Kiddie-Contest mitmachen. Alter, oh Gott. Hast du da mitgemacht? Ich möchte diese Geschichten nicht erzählen. Wirklich? Nein, ich habe nicht mitgemacht. Ich habe Kassetten. Kebo, ich habe damals so, schau, das ist halt das Problem. Wir haben keinen Videorekorder gehabt, also einen Videorekorder schon, aber so eine Videokamera haben wir nicht gehabt, sondern du konntest Kassetten hinschicken oder wirklich eine VHS. Und ich habe es halt probiert mit einer Kassette halt. Naja, die singen die halt nicht, wie du performst und so. Die hätte ich total überzeugt wahrscheinlich. Aber es ist nie was zurückgekommen. Ich wollte eigentlich immer im ORF arbeiten bei Kids for Kids. Das war mein Traumberuf. Das ist so lustig. Ja. Nein, ich finde es super, weil ich hatte auch halt dieses, ja, ich habe mir gedacht, das kann ich auch, ja. Aber jetzt, wo dir der ORF gehört, wie kriegt man die Kebo rein? Nicht husten da. Ja, entschuldige, nein, ist nur, ich bin Raucher. Ja, der ORF gehört, ist ja gut. Also wir rennen der zweiten Staffel jetzt schon 3 Jahre hinterher. Also von wegen, ja. Aber das mal schauen. Wahrscheinlich auch jetzt bessere Chancen, wo klar ist, dass die Kebo mitmacht. Ah, das könnte sein, ja. Du könntest das alte Tape mitbringen. Ich glaube, dann wird es fix was. Das musst du in ORF fragen, ob sie es noch haben. Was soll das? Wurde ja weggeschickt. Naja. Ach so, und die haben es nicht mal auch nicht retourniert. Nein. Bitte der Gamer, hey. Ja, fix. Ja, naja, okay. Wer weiß, es gibt andere Wege. Es gibt andere Leider, das ist nämlich arg. Da muss man, wird man ganz streng bewacht. Man muss immer sagen, für was man angemeldet ist, wenn man da reingeht. Und so, und man kommt sich dann echt so ganz arm vor, wenn man da vor dem ORF-Tor steht und vom Pförtner angeschaut wird. Und dann geht vor dir der Viktor Gernot einfach so rein. Und du stehst da und sagst, ich bin der David Scheid. Ich möchte zum FM4, bitte. Und so, aha, zu wem wollen Sie? Ich so, also von wegen, also mich kennt kein Schwein in Wirklichkeit dort drin, ja. Ja. Das glaube ich nicht. Also du hast so, ich wollte es jetzt nicht auf der Bühne öffentlich machen, aber du hast so einen großen Platz in meinem Herzen eingenommen, seit du Dave machst. Ich wollte es jetzt unterdrücken, aber ich kann es jetzt nicht mehr unterdrücken. Ich will die ganze Zeit so Shish sagen und yo, my man. Und ich habe das Bedürfnis, diese Sprache mit dir zu teilen, wie ganz viele andere Leute wahrscheinlich. Ja. Aber, schön, das freut mich. Aber ich weiß, das ist halt nur womöglich eine Persona, die du spielst. Hoffentlich, ja. Aber können wir nochmal kurz zurückgehen, wie war das? Du warst der Jugendreporter und du warst da der Dave und wie bist du da weitergegangen und dann hast du einfach eine Fernsehshow gekriegt. So. Ja genau, und dann haben die haben das alle urgefeiert, so mal intern von der Produktionsfirma, haben gesagt, das ist super, diese Rubrik, die ist super, diese Rubrik. Und ich denke mir so, was? Ich meine, es ist schon klar, ich soll da failen und das ist ja Programm und das, aber trotzdem und so. Und die haben das alle so super gefunden und ich habe gedacht, ja, okay, gut. Und dann haben sie die Tagespresse, wollte nicht mehr weitermachen. Und die Produktionsfirma hat aber gesagt, vor allem der Jan, der Regisseur von Dave, der auch der Regisseur von der Tagespresse, hat gesagt, na, wir machen einen Spin-off, wir machen das. Ne? Mhm. Und dann gab es diese Pop-Up-Nacht, die Nacht-Pop-Up oder so, da wurden 3 junge Formate wieder getestet und da haben wir 2 Folgen drehen dürfen. Dann haben wir angefangen mit 2 Folgen der ersten Staffel quasi. Und dann hat es geheißen, bitte kein Cliffhanger zum Schluss der 2. Folge. Und wir so, ja, sicher. Und haben natürlich einen Cliffhanger gemacht. Und dann hat es geheißen, 1 von diesen 3 Formaten soll in Serie gehen. Und dann hat es wieder 2 Jahre gedauert. Und ich glaube, wenn die Produktionsfirma, Shoutouts Mutterschifffilm, muss ich jetzt wirklich mal sagen, wenn die dann nicht so dahinter gewesen wären, wäre das versandet wahrscheinlich. So, und dann haben wir halt die restlichen 7 Folgen bekommen, glaube ich, dass wir auf 9 hatten wir dann insgesamt. Und jetzt warten wir seit 3 Jahren ungefähr, ob jetzt wieder eine 2. Staffel drin ist. Ich glaube, dass nicht nur du wartest, sondern sehr viele andere. Wir könnten alle mal vor das ORF-Zentrum gehen und so demonstrieren. Ja. Ja. Ein Flashmob mit Schal und so alle so Energy-Drinks. Ja. Yeah. Aber das hat dann irgendwann schon einen Unterschied gemacht auf deine Sichtbarkeit. Ja, irgendwann war plötzlich, und vor allem jetzt das Willkommen in Österreich, habe ich das Gefühl, das hat dann wirklich nochmal ein Scheuferl nachgelegt, obwohl ich das jetzt 4 oder 5 Mal nur gemacht habe, einmal im Monat oder was, seit dem Sommer, also jetzt nicht so oft,
Und das hat einen Impact plötzlich gehabt, dass jetzt die Theater wirklich gut besucht sind, wenn ich Solo spiele. Und es gab aber auch lustigerweise Momente, wo jemand in einer Vorstellung in der Pause gegangen ist. Und mir hat dann der Typ von der Bar gesagt, so ja, die sind gegangen, sie war urbeleidigt, er hat ihr das zum Geburtstag geschenkt, den Dave anschauen. Und dann war aber nicht der Dave auf der Bühne quasi. Und dann sind sie gegangen in der Pause. Weil sie war zu conscious oder ich weiß nicht. Aber da, ich würde da gern den Finger drauf halten und fragen, wie ist es, zum Beispiel, wenn man sich einfach nur Instagram anschaut, dann hast du als Influencer Dave, der Account hat, ich glaube, ein bisschen mehr als dreimal so viel Follower wie du als David Scheidt. Ja. Ist das leiwand? Ist das frustrierend? Ist das eine Brücke irgendwo hin? Weil immerhin, ich meine, du hast das kreiert, das ist deine Fantasie, die das gemacht hat. Aber du bist noch viel mehr und auch ganz anderes. Also zum Kreieren muss ich sagen, also ohne dem Jan Frankl hätte ich diese Rolle nicht so, also gäbe es diese Rolle nicht so. Also der ist da wirklich ganz stark, da sein Kopf ist eigentlich der Dave in Wirklichkeit und ich mache es halt für ihn. Ich bin seine Marionette, nein, auch nicht wirklich. Nein, wir machen das gemeinsam, finde ich, und er war auch irgendwie treibende Kraft, diesen Instagram-Account zu befeuern. Und viele Leute haben auch eine Zeit lang mich nur aus dem Instagram-Account gekannt und wussten gar nichts von der ORF-Serie. Das war eigentlich eine spontane Idee. Wir haben uns gedacht, ja, wir zeigen jetzt mal dem ORF, was wirklich neues, junges Fernsehen ist. Nämlich wir koppeln es mit Social Media. Woo. Und dann ist das plötzlich uns über den Kopf gewachsen irgendwie. Und die Kids fangen an, das auf TikTok zu sharen und so. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja so, jetzt müssen wir aber auch einen TikTok-Account machen. Und ich muss ehrlich gestehen, also ich, für mich ist das ein bisschen zu heavy, aber der Jan betreut das gern. Und heavy in welchem Sinn? Na, also TikTok ist, also diese, man degeneriert seine Aufmerksamkeitsspanne durch das Konsumieren von solchen Dingen. Und ich merke einfach, dass ich, wenn ich zu viel Social Media konsumiere, komplett, weiß ich nicht, unkreativ und uninspiriert werde irgendwie, ja. Ich denke mal, deine Zeitspanne ist ja jetzt auch als Kabarettist wahrscheinlich sowas wie, weiß nicht, 80, 90 Minuten, das ist ja Zeiteinheit. Und bei Instagram ist ja Zeiteinheit 15 Sekunden. Ja. Also, ja. Wie geht's du mit der Persona Dave allgemein? Kannst du mal erzählen, für irgendjemanden, der das jetzt noch nicht kennt, was ich nicht glaube, aber wer der Dave ist und was es so für ein Typ ist? Ja, das ist immer, also er ist definitiv einer, der glaubt, der alles kann, aus reichem Hause kommt und eigentlich glaubt, dass die Welt liegt ihm zu Füßen, aber er stolpert halt ständig über alles, was auch in dieser Welt herumliegt und ist extrem überheblich, aber durch seine unschuldige, ungeschickte Art, glaube ich, macht er viel wieder wett, sozusagen in Sympathiewerte technisch und ja. Wie viel, oder wie sind das mit der Improvisation konkret beim Dave? Weil es gibt ja die geskripteten Folgen und dann gibt es aber die, wo du auf einmal beim Geburtstag von der Mausi bist und man dann kann, das ist ja dann nicht mehr der Jan, oder? Das bist dann schon du. Ja, genau. Da, also es ist auch bei der Serie so gewesen, dass wir viel Spielraum gelassen haben für Improvisieren. Wenn du mit dem Jan sprichst, sagt, das ist alles geschrieben, aber es ist dann auch oft einfach nur geschrieben, dieses und jenes passiert, aber wie dann der Dialog ausschaut, war nicht geschrieben und so. Da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Aber und bei der Mausi zum Beispiel, ja natürlich, also da beraten wir uns vorher, was könnte man fragen, wer ist überhaupt wer auf diesem Event? Wie wisst ihr das vorab, wer da dort serviert? Es werden oft so Gästelisten übermittelt, ja. Dann kann man sich anhalten dran. Und dann warst du schon, okay. Die muss man da recherchiert man, wer ist das überhaupt? Aha. Oder ah, der ist, ah super, na, den müssen wir finden. Ah, der Dominik Heinzel kommt heute. Dann, ja. Und Toni Vegas, habt ihr gewusst, dass dort ist? Ich glaube, wir haben es gewusst und war natürlich, also wenn du den siehst, den musst du nehmen. Ja, also kein Weg vorbei an Toni Vegas. Aber wirklich. Er hat es nicht so leibend gefunden. Ne? Er hat sie, muss man, also. War das gescriptet, war das gespielt von ihm? Oder war er wirklich so reagiert dann? Nein, es sind ja Szenen rausgeschnitten worden. Ich habe ja das befürchtet, dass er mich der in die Donau haut. Der war richtig hart, so wie ich ihn auf seine Vergangenheit angesprochen habe und dass das ja lang her ist und er nichts mit Drogen am Hut hat und so und ich,
ja, I don't know, er war ziemlich heiß auf mich. Und aber das Lustige ist, er hat irgendwie dieses kamerageile Gen in sich. Das heißt, er ist während der Veranstaltung, nachdem er mich schon angestiegen hat und gesagt hat, was willst du eigentlich von mir? Lass mich angelernt. Ist er dann trotzdem immer wieder hinten so reingekommen und so plötzlich ins Bild rein und so. Und so creepy einfach. Vielleicht kriegt man den auch noch. Ja, hol's den mal. Er ist, glaube ich, sogar gar nicht so ein Übler. Er ist einfach gezeichnet vom Leben. Aber, ja. Ist eh okay. Ja. Aber, darf ich noch? Ja, sicher, zu. Hast du das Gefühl, dass der Mut, den du in dir trägst, um diese Gespräche zu führen, dass der vertausendfacht ist, weil du jetzt ein ORF-Mikrofon hast? Weil dich niemand in die Donau haut und sonst wird es vielleicht schon passieren? Ja, das ORF-Mikrofon macht viel. Das auf jeden Fall, ganz viel. Aber ja, es hat viel mit Mut zu tun. Ich kacke mich jedes Mal wirklich an vorher. Wirklich? Das wirkt so easy, wenn du da hingehst und sagst, so, darf ich da mal gratis Getränk haben für ein ORF oder ja, so? Ja, das geht ja noch, ja, so da so ein bisschen Schmäh führen und so. Aber wenn du dann wirklich dann einem Tony Vegas, der auch ein Viech ist und so, gegenüberstehst oder einem Richard Lugner, der das super TV-geskillte Typ ist, die dann zu überraschen und so, und dass man auch wirklich überraschend ist und dass es nicht lauwarm daherkommt, dass man irgendwie Sachen findet, die wirklich Spaß machen und die Leute überraschen. Das ist immer so meine Angst. Wird es eine lauwarme Suppe, die keinen interessiert, oder schaffen wir es schon, edgy zu sein und so? Aber ich habe zum Beispiel auch gedacht, da gibt es die Folge, wo du dem Leo Hillinger sagst, dass er, Drogenhändler ist. Und was darf Kabarett, also quasi wann ist es eine Überhöhung auf Kosten von, weil du hast ja diese ganze Sensibilität und du könntest das nicht machen, wenn du unsensibel wärst. Das heißt, du weißt genau, was du tust. Ja. Und dann ist es, ich meine, ja, es ist halt, das Transgressive macht es halt auch geil. Also ich, aber wie geht's dir damit? Ich habe auch nichts gegen Drogendealer, also. Was ja, ich meine, der hat ja unglaublich super reagiert. Der hat super souverän reagiert, der ist ja auch TV-geskillt. Was hat er nochmal gesagt? Er ist Drogendealer. Es ging um, Alkohol, ja, und dass er ja Weinhersteller ist. Und da war super Design Days, ne? Und in meinen Augen ist Alkohol genauso eine Droge. Also finde ich sogar eine schlimmere als Kiffen. Ja? Also wirklich, also mehr Leute bauen sich besoffen im Auto ein, als einschickt, oder? Natürlich, aber dieser Diskurs hat ja gefehlt, das macht es ja lustig. Ja, das ist ein Subtext, den ich transportieren will. So. Aber ja, genau, ich meine es tatsächlich ernst, die Frage, wie, unabhängig davon, dass du manchmal die Angst hast, in die Donau gehauen zu werden, oder dass es Mut braucht, wie geht es da auf dieser menschlichen Ebene? Weil du weißt ja, im besten Fall checkt der Mensch das. Keine Ahnung, beim Dominik Heinzl, weiß ich nicht, vielleicht hat er tatsächlich gecheckt, das ist jetzt ein Tennisball hin und her spielen. Aber im schlimmsten Fall, bei der Mausi, hatte ich das Gefühl gehabt, die hat das nicht verstanden, was da hier abgeht. Das heißt, es ging, für sie muss das auch schmerzhaft gewesen sein. Und das ist wahrscheinlich nicht, worum es dir geht, aber es ist Teil der Kosten, die du zu tragen hast. Das ist ein guter Punkt. Das ist wirklich was, mit dem ich mich viel beschäftige und was mich wirklich beschäftigt. Auf der anderen Seite gibt es dann für mich so einfach manche Personen, wo mir leider jeglicher Respekt fehlt, weil ich, ja, muss ich ehrlich sagen, weil wenn man sich vor einer Kamera die ganze Zeit aufbuddelt und gerne in der Kamera gesehen wird, dann muss man damit rechnen, dass man einem Typen wie dem Dave in die Fänge läuft. Ja? Weil ich finde, ein bisschen aufklatschen kann man überhebliche Leute schon, das ist mir ein Anliegen auch. Ich will niemanden persönlich verletzen und ja, wenn die Mausi sich auf ihrem Geburtstagsfest gekränkt fühlt, dann tut es mir leid, aber sie hat gesagt, sie freut sich, wenn wir kommen. Das war ja, natürlich, die wusste halt nicht, wer wir sind, ja, aber sie hat gesagt, sie freut sich, dass wir kommen und ich weiß nicht, ja, dann hat sie uns komplett ignoriert. Ich wollte ihr eigentlich nur den Joint schenken, den ich dem Richard Lugner geschenkt habe, und ihr ein Ständchen singen. Mehr wollte ich nicht von ihr und ich wollte sie nicht entblößen oder irgendwas. Aber dadurch, dass sie mir davongelaufen ist,
wurde es halt awkward, weil dann bin ich ihr natürlich nachgelaufen. Ja, und ihren Freunden und allen. Ja. Und ja, also wie gesagt, jeder, der sich in der und das ist ja das in dieser Szene, wo wir da verkehren mit Dave oft, diese sich selbsternannte High Society. Und wenn sich jemand selber so ernst nimmt, dann muss jemand kommen und ihn anrennen lassen. Und das bin halt dann ich. Ja. Und dann tut es mir leid, wenn es weh tut. Aber wenn man sich selber so produziert, permanent, dann wirst du früher oder später jemanden über den Weg laufen, der dich ein bisschen einbremst. Das bin halt ich. Aber du scheißt dir doch halt auch überhaupt nichts, kommt mir vor. In dem Moment... Das ist eine Überwindung. Ich scheiße mir alles eigentlich. Ja? Weil ich eben, wie du sagst, ich will niemanden verletzen irgendwie. Ja. Aber es wirkt so smooth in dem Moment. Ja, das ist irgendwie, weil ich mich betäube, also jetzt nicht mit Alkohol oder Gras, sondern mental versuche, mich zu erkalten, emotionslos ja. zu sein und mir keine Gewissensbisse zu machen. Und darum, glaube ich, kann ich das dann so rüberbringen. Vielleicht, weil du in die Rolle gehst. Ja, vielleicht ist das Method Acting. Ja, weil, ich meine, wenn die Mause jetzt da sieht, so auf der Straße, würde sie mit dir reden, nein, wenn du kein Kamerateam dabei hättest? Also nein. Ist das dann... Nein, ich habe dann einmal den Doro Rabinovic, heißt der, den haben wir mit der Tagespresse interviewt, einen Schriftsteller. Den habe ich dann Jahre später im Zug nach Graz getroffen. Und habe ihn gegrüßt und er war irgendwie so, was will der jetzt? Und dann habe ich ihn aufgeklärt erst über das, was wir da damals mit ihm gemacht haben. Und dann war er ganz freundlich und wir hatten ein gutes Gespräch. Aber das geht halt, das geht halt in so einem Environment wie bei einem Geburtstagsfest von einem High-Society-Menschen oder bei einem Sektempfang von irgendeiner Ausstellung, ja, da habe ich keine Zeit, nachher zu sagen, hey, das ist nur Schmäh. Entweder sie checken es oder sie checken es nicht. Wenn sie es nicht checken, dann tun es mir leid. Mhm. Ja. Ist es dir eigentlich wichtig, was Leute von dir denken? So der Ruf? Ja, das ist was, womit ich mich schon beschäftige, weil ich weiß, was die Leute von mir denken. Ich werde auf der Straße auf Ofen eingeladen und alles Mögliche. Aber was denken die von dir? Was glaubst du? Ja, die glauben, dass ich jetzt mit ihnen um die Ecke gehe und dann in Harzen gehe. Ja, mache ich aber nicht. Ja. Und sie glauben auch, dass sie mir auf Instagram, wenn sie mir schreiben, ein Video schicken, ich bin im Donau, komm vorbei, dass ich dann komme. Aber das meine ich nicht. Ja. Also, es tut mir leid. Und da, durch diese Instagram-Kommunikationen, die relativ einseitig sind, weil ich beantworte das dann nicht, wenn mir jemand volltrunken mich anbrüllt, ich soll herkommen, mich mit ihm anzusaufen. Das zeigt mir halt, was die Leute irgendwie glauben von mir. Und das ist halt schon manchmal dann ein bisschen schwierig, weil ich dann das Gefühl habe, die Leute haben nicht verstanden, dass es Satire ist und dass es eine Rolle ist, sondern die glauben wirklich, dass es echt ist. Und das ist, solange mir nicht ein Vermieter eine Wohnung verweigert, weil er glaubt, ich bin so, passt's, hey, ja. Aber du spielst es dann anscheinend wirklich, wirklich gut, weil man halt einfach nicht genau abschätzen kann, wie viel ist eine Rolle und ist da wirklich nur ein bisschen was von dir drinnen, also sind da Anteile von dir so, weil es halt so authentisch wirkt, so da stehst du drüber, schlatzt am Boden, trinkst, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, das Schlatzen habe ich am Fußballplatz gelernt. Ja. Na sicher nimmt man was mit von sich irgendwie. Gell? Also so, ich bin auch, das kann ich ruhig offen sagen, ich bin auch ein tollpatschiger Mensch. Und wenn ich dann in einer Fernsehserie die Möglichkeit habe, diese Tollpatschigkeit auf den Gipfel zu treiben, dann bin ich voll dabei. Natürlich mache ich da mit und lege das von mir hinein. Ja. Und ich weiß auch, wie es ist, ein verkiffter junger Mann zu sein. Ich habe auch früher sehr viel Sachen gemacht, über die man nicht redet, ja, aber diese Zeiten sind halt bei mir vorbei, aber ich weiß halt quasi, wie das damals war und darum kann ich mich da reinversetzen in einen Pothead. Das kann jemand nicht, der nicht irgendwann in seinem Leben einen Ofen geraucht hat. So, das kann ich nicht mehr als Präsident kandidieren, aber es ist ja mir wurscht. Ja. Kann alles noch kommen. Ja. Aber ich würde gern, jetzt haben wir einiges zu Influencer Dave geredet, aber eigentlich ist es nicht nur unser Fokus. Das stimmt, aber
mich hat trotzdem nur total interessiert, wie die Sprache zustande gekommen ist, weil die Sprache ist ja total was Spannendes beim Influencer Dave, was mich sehr abgeholt hat und wahrscheinlich auch viele andere abgeholt hat. Wie hat sich das ergeben? Seid ihr dann zusammengesessen, du unter Jahren, und hab gesagt, hey, was kennt der machen? Der kennt jetzt Shish-Song. Und dann, du redest dann immer so runter, du spielst so melodisch, als würdest du das singen. Also, ich hätte... Na, es ist so, es ist, wir haben gesagt, es braucht eine Signature Phrase quasi, ja. Und dieses Shish ist ja eigentlich, owned ja eigentlich der Moneyboy in Österreich. Wir haben es uns einfach trotzdem ausgeliehen. War das absichtlich gemein? Von ihm wegzunehmen? Ja. Nein. Oder ein Befreien? Das Wort Befreien. Wir wollten ihn befreien vom Shish, ja. Damit. Ja, eigentlich. Warum haben wir den Moneyboy nie eingeladen? Ja. Wer weiß, was noch... Naja, warte. Ja, ich habe ihn Dave halt bevorzugt. Ich glaube, wir sind super happy mit dir. Keep going, ja. Ja, die Sprache. Und dann ist halt so, die Rolle soll sein, ein Berufsjugendlicher, der ist jetzt 30 geworden, fühlt sich aber wie Anfang 20 und will nicht erwachsen sein und will jugendlich sein und zwingt sich, jugendlich zu sein, und deswegen schnappt er diese Jugendwörter des Jahres jedes Jahr auf und verwendet die, auch wenn er nicht weiß, was die heißen. So, das war die Idee. Und eine künstliche Sprache quasi, die aus Anglizismen und Jugendsprache bestehen, und Hip-Hop-Talk, den ich halt von meiner, ja, das habe ich halt aufgesaugt, so auch, das irgendwie zu vermischen. Aber es war uns irgendwie so der Plan, es soll trotzdem merkbar sein, dass der Typ eigentlich zu alt ist, um so zu sein, wie er sich gibt, quasi. Also das ist ein jämmerlicher Versuch, ist jugendlich zu wirken. Und dann habe ich einen prägenden Moment gehabt in dieser Phase, wo wir den Dave erschaffen haben, bin ich mal mit der U4 Richtung Hütteldorf rausgefahren, und da waren vier sitzen sich immer gegenüber. Ja. Und die haben in einer Tour mit Anglizismen um sich geschmissen, und er hat gesagt, ja, und wenn zu viele People of the Party sind, dann haben wir halt Sleeping Bags zum Austeilen, die können sie dann taken und so. Und dann habe ich gedacht, ja, fuck, genau das ist der Moneyboy Talk, den reden die Kids offensichtlich wirklich. Und dann habe ich im Niedermeyer, gibt es einen jungen Kellner, und der hat Freunde, die sind Anfang 20, und mit denen bin ich auch mal zusammengesessen, und die haben auch genau so Gas gegeben. Ich dachte, passt, alles aufschreiben, zack, das, so machen wir das, das ist der Dave. Wie eine Made in China. Ja. Also das ist total gescheiter. Also so Made in China, ich habe es am Anfang gar nicht gecheckt. So. Ja. Schlechte Wortspiele sind mein Favorite. Also, hoppala. Das war wirklich ein Wahnsinn. Oder du gehst aus dem Klo raus und meine Mama war ein G. Yeah. Entschuldigung, jetzt ist halt jetzt offiziell. Ich möchte dich nicht nur darauf reduzieren, aber tu mir jetzt auch nicht. Ja. Na, drehen wir weiter. Ja. Ja. Rapper lesen Rapper. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Weil ich habe mir gedacht, warum reden wir mit dir gerade heute? Was teilt uns das Universum mit? Und ich glaube, wahrscheinlich wegen dem Kokosgetränk. Oh ja, das ist ein Grund. Und der andere könnte sein, dass du jetzt die letzten zwei Abende, oder ihr habt noch die Woche von Rapper lesen Rapper nach 7 Jahren. Also kannst du mal dem Publikum sagen, why and what? Ja. Und all diese Dinge explainen. Safe. Ja. Ja, wir haben uns gedacht, also es wurde an uns, also ich habe mit dem Heinrich Himalaya, mit dem ich das moderiere, ein Rapper aus dem Salzkammergut, und wir haben zusammen gewohnt, und er ist halt voll in der Hip-Hop-Szene unterwegs und dies und das, und dann sind Kreise aus diesem Dunstkreis, sind dann Leute auf ihn herangetreten und haben gesagt, da gibt es ein kleines griechisches Lokal, das hat ein Hinterzimmer, da passen 40 Leute rein, sie dürfen nicht laut sein, ob uns was einfällt, was wir machen können. Der David macht ja Poetry Slam und solche Sachen, vielleicht kann man da was machen. Und dann haben wir irgendwie gesagt, ja, dann lesen wir halt Rap-Texte. Weil da gab es auch so, naja, das war nicht unsere Idee, es gab so YouTube-Videos, wo irgendwie so extrem explizite Lyrics von so Typen im Bademantel mit Champagnerglas und Leselampe KIZ oder was vorgetragen haben. Da haben wir gedacht, ja, schön, dass es das im Internet gibt, wir machen das jetzt für Publikum, diese 30 Leute, die unterhalten wir. Und dann haben wir glücklicherweise den Peter eingeladen, ein Rapper, der jetzt auch das Handtuch geworfen hat, aufgehört hat zu rappen leider dieses Jahr.
Mal schauen, wie lange es durchhaltet. Aber, und der war wegen einem Release von ihm bei FM4 zu Gast und wurde vom Christian Davidek gefragt, was das wohl sei, dieses Rapper lesen Rapper, wo sein Name auf dem Flyer steht. Und er hat gesagt, er weiß es selber nicht genau, er weiß nur, er soll einen Rap-Text lesen und das macht er halt und kommt. Und das war dann im Radio und dann haben uns die Leute diese Hütte eingerannt, wo eigentlich 30 Leute reingepasst haben, sind dann 100 Leute vor der Tür gestanden. Und ich so, okay, dann müssen wir es halt nochmal machen. Dann waren wir im Brut und euer Tonmann war auch unser Tonmann damals. Der Philipp. Philipp, ja. Hankratz, Shoutout. Shoutout. Klatschen, klatschen, klatschen. Das hat er uns nicht gesagt. Hast du es vergessen? Hast du was getrunken? Gut. Wir reden nicht über diesen Abend, aber sprich. Ja, dann haben wir es halt nochmal gemacht. Am Anfang habe ich es alleine moderiert und so. Ich weiß auch nicht warum. Der Leo wollte lieber lesen als moderieren, also der Heinrich in Malaya. Und beim zweiten Mal habe ich es auch noch ich nur moderiert und dann haben wir gesagt, na, wäre schon cool, eine Doppelkonferenz. Und dann ist es immer größer geworden. Die Leute haben das FM4 das auch gefressen und ihm das immer wieder erwähnt, dass das ist und so. Und dann wurde es immer größer und konnte wachsen. Wir waren dann, haben dann nicht nur in Wien gespielt, sondern haben halt Gastspiele gemacht in Innsbruck, in Linz, in München. Und pro Show hatten wir immer 4 bis 5 Lesegäste und wie dann die Show wirklich groß geworden ist, haben wir dann auch noch Showcase-Acts eingeladen. Das heißt, wir sind bei 7 Acts am Abend plus unseren Bullshit, den wir machen und DJ und bliblablo. Und es ist halt wirklich groß geworden und für uns, halt für unsere Verhältnisse wirklich groß geworden und ist eine super Sache. Die Leute kommen, lesen Rap-Texte und trinken Backerlwein. Das ist unser Angebot. Ja. Und warum hört man auf mit sowas? Ja, das verfickte 7. Jahr. jeder hat irgendwie eigene Wege eingeschlagen, ist eingespannt, Lebensumstände haben sich verändert und ja, das im Groben ist das so, das ja. Ding. Ja. Also morgen, übermorgen? Samstag und Sonntag im Stadtsaal, leider ist schon ausverkauft. Aber also einfach hingehen und Tickets hoffen, vielleicht gibt es eins. Das habe ich früher immer gelesen, dass es ist. Ich war kein einziges Mal dort und dann war ich einfach total enttäuscht, dass das jetzt das letzte Mal ist. Ja, ja, schade. Was wir haben eine Doku gedreht, die wird dann noch rauskommen für alle, die es eben nie geschafft haben, damit die Leute auch wissen, warum wir aufgehört haben. Die ganze Wahrheit über Rapper lesen Rapper. Okay, das heißt, wir müssen uns diesen Film dann anschauen, die ja. Doku. Mhm. Okay, okay. Kommt dann auf YouTube wahrscheinlich. Passt. Hm. Was ist bei diesen unterschiedlichen, total unterschiedliche irgendwie Projekte, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber du machst unterschiedliche Dinge, die bewegen sich, die Universen sind gar nicht jetzt so viele, aber da ist dann doch Spoken Word, DJing, Kabarett, dann irgendwie, ich habe das Gefühl, Fernsehen ist nochmal was anderes. Wie weißt du, dass für dich was erfolgreich ist? Oder wie ist Erfolg so definiert, wenn die Sachen so unterschiedlich sind? Naja, wie definiert man jetzt Erfolg grundsätzlich? Also, mich nicht fragen. Ist Erfolg, wenn es sich finanziell auszahlt oder ist Erfolg, wenn es einem Spaß macht? Also das sind ja zwei verschiedene Seiten des Erfolgs. Vielleicht sogar noch offener. Oder noch mehr. Ich finde ja. Tatsächlich, ist genau um das... Das möchte ich dahin werfen. Ja, also es gibt Sachen, die sind Cash-Cows, das gebe ich ganz einfach zu. Und es gibt Sachen, die sind mein Herzblut und die sind für mich deswegen erfolgreich, nicht, wenn sie sich finanziell auszahlen, sondern weil ich dann das Gefühl habe, ich konnte was von mir verarbeiten und hergeben und habe mich in der Herstellung dieser Sache mit mir befasst und mit meinen Bedürfnissen und Wünschen und mit dem, was mich beschäftigt. Es muss auch nicht immer Sprache und Witz und Comedy und oder sowas sein. Also ich weiß nicht, ich stehe auch einfach ganz oft am Plattenspieler und übe Scratchen. Und weiß nicht, vielleicht mache ich mal irgendwann nur ein psychedelisches Scratch-Konzert. Kann auch sein, glaube ich. Wird mir auch auf jeden Fall Spaß machen, ja. Und Erfolg ist ein großes Wort, ja, ich weiß nicht. Ich finde, erfolgreich ist etwas dann vielleicht für mich, wenn ich
dazu stehen kann und zufrieden bin und sich's für mich gut anfühlt, dann kann ich sagen, ich war in dieser Sache erfolgreich. So, ja. Und das fühlt sich jetzt für dich schon so an, oder? Ja, mal mehr, mal weniger. Aber ja, also ich bin auf jeden Fall extrem froh, dass ich mit dem, was in meinem Hirn abgeht, mir meine Wohnung leisten kann. Also das ist, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Das ist was, was man nie vergessen darf irgendwie, wenn man dieses Privileg hat, hey, das wurscht, wie weird der Kopf ist, aber dieser verrückte Kopf zahlt mir meine Miete. Diese Dankbarkeit werde ich immer behalten, glaube ich. Ja. Schön, dass so Glitzern in die Augen gerade. Ja. Ja, das liegt am Kokossaft. Nein, aber das ist schön, ich finde, wenn man so Dankbarkeit ausdrückt, dann ist wieder so, stoppt man kurz und schaut, wo man steht, und das ist cool. Ich finde, was jetzt in dem Gespräch noch überhaupt nicht vorgekommen ist, aber was man mitkriegt, wenn man ein bisschen recherchiert, ist, dass du auch ein politischer Mensch bist. Und dir ist Gesellschaft total wichtig und du bist einfach nicht ein Dude, der einfach nur Witze auf Kosten von anderen macht. Und wo kommt das her? Wie kannst du dem Raum einräumen? Ist das für dich dann gerade das Wichtige oder, und auch das Vulnerable? Oder? Das ist etwas, wo ich ganz viel drüber nachdenke, ob ich mir da nicht karrieremäßig was verbaue, ja, wenn ich mich zu sehr politisch äußere, weil ich es einfach nicht aushalten kann, wenn ich Ungerechtigkeit und also ein konkretes Beispiel, in Niederösterreich, ich bin in Niederösterreich aufgewachsen, da ist jetzt eine Landesregierung, da sitzt ein Vize-Landeshauptmann, der vor nicht allzu langer Zeit, nämlich vor 5 Jahren bei der letzten Landtagswahl, wegen aber den allerärgsten Lyrics in einem Liederbuch da zurücktreten musste. Und jetzt ist der Landeshauptmann und das kann ich nicht verstehen. Ja? Und das macht mich so wütend, wenn Menschenverachtung salonfähig ist. Und das war unter der blau-schwarzen Regierung, habe ich mich geknebelt gefühlt. Also wenn ich darüber rede, wäre ich richtig grantig und traurig und ich könnte heulen, weil ich es nicht aushalte, wenn ein kleiner Komplexler wie der Kickl, entschuldige, ich muss es so sagen, dieser Mensch ist ein Giftzwerg und er versprüht nur Gift. Und das halte ich nicht aus, wenn Menschenhass salonfähig ist und wenn Menschenhass andere Menschen verführt, Wahlen gewinnt und das kann, damit will ich nicht leben und dagegen muss ich mich äußern, weil sonst platze ich. Also, ja. Danke. Es kann nicht verkehrt sein, wenn es sich so richtig anfühlt. Ja, ich weine fast, weil ich mich so reinsteige in sowas und wenn es mir irgendwann die Karriere zusammenhaut, weil hebelziehende Menschen im Fernsehen oder bei der Filmförderung oder in den Theatern sitzen, die mich dann nicht mehr spielen lassen, dann ist es halt so, aber ich kann es nicht zurückhalten und ich will es nicht zurückhalten. Ich muss mich dem, ja, manchmal ist es vielleicht ungeschickt, also meine Agentur pfeift mich eh mal ein bisschen zurück, aber ja. Genau, das war's. Na, du stehst zu deinen Werten. Ich glaube, das ist was sehr Wichtiges, Rückgrat. Ja, hoffentlich. Ja. Kann einem auch das Rückgrat brechen dann vielleicht. Aber, ja. Oder auch der Bandscheibe. Oder die Bandscheibe hupft aus vor Zorn. Ja. Ja, danke für die Frage, weil das ist wirklich, es ist, und man dachte mit der FPÖ, Spaltung der vorigen Regierung, dass das gegessen wäre, aber das war so ein Trugschluss, die kommen immer wieder stärker zurück und es macht mir wirklich Angst. Ja, jetzt fragst du mich was anderes, weil sonst steigere ich mich da wirklich rein noch. Ja, ob man damit was machen kann. Also, du hast ja bei FM4 einen Song aufgenommen, den ich gern immer wieder zwischendurch höre, obwohl er, glaube ich, gar nicht veröffentlicht ist, sondern einfach nur als Real. Die Kurznummer? Yes. Ja.
Danke. Ja, die ist im aktuellen Kabarettprogramm vertreten. Ja, also wer es schon anschauen will, kann vorbeikommen. Da gibt es die live. Ich habe sie jetzt im Studio auch aufgenommen. Vielleicht kann ich irgendwie, Video drehen wird mir wahrscheinlich zu stressig sein, aber vielleicht kann ich sie irgendwie zum Streamen oder zumindest mit einem Coverbild auf YouTube rauskicken. Vielleicht müssen sie mit dir eine Butter-Session machen. Was, mit mir? Nein, mit also, dem Herrn. Eine was-Session? Eine Butter-Session. Wir haben ja den Matthias Bayer da, der macht uns die Videoproduktion. Mhm. Und der ist unter anderem beim Büro Butter. Und die machen mit MusikerInnen Live-Aufnahmen, aber super hochwertig. Mhm. Muss man sich anschauen. Das schaue ich mir an. Mhm. Ja. Er ist nur beim Meter. Ja, da schau, wie er winkt. Ja, es wäre geil. Das ist der David. Hallo. Kannst du ja nachher reden. Wir legen die Rutsche. Geil, cool, ja. Ja, wir hätten es eigentlich auch heute gern gehabt, aber das, ich glaube, das war alles zu spontan dann. Ach so, die Nummer kicken. Ja, das wäre schon geil gewesen. Hätte ich das Instrumental mitnehmen müssen. Ja, du. Damn. Ja. Jetzt gemacht. Aber jetzt haben wir dir auch die Rutsche gelegt, dass die Leute einfach in dein Programm gehen ja, sollen danke. Und das ja. anhören sollen, live. Wo kann man dich das nächste Mal sehen? Als Kabarettist? Im Kabarett Niedermeyer im Juni, glaube ich. Boah, ich hab's ur nicht am Schirm, bist du. Es gibt eine Homepage, die heißt kabarett.at. Da sind von ganz vielen Kabarettisten die Termine drinnen. Ja. Oder auf meiner Homepage davidscheid.at, da kann man. Ja, wenn es interessiert, der wird es finden. Genau, wer es interessiert, der wird's, die wird es finden. Ja. Danke für diese Rutsche. Gerne, gerne. Promotion. Jo, was braucht man noch? Naja, wir könnten eine Übergabe. Oh, OMG. Ja, yeah, do it. Wir könnten eine Übergabe starten. We start an overgave. Okay, for the Dave. Wie alt bist du? Kann ich noch was lernen. Du kommst ja vom Land. Ja. Und ja, und so. Und ab einem gewissen Alter kriegt man dann so Geschenkkörbe. Ja. Beim Feuerwehrfest, wo man kann man gewinnen und so. Da freut man sich schon immer. Stimmt. Ich hab jetzt einen, oh Gott, ich kann es gar nicht halten. Warte, Moment. Bist du? Ah, ihr schaut wirklich die Stories. Ja, ja. Wir haben dir hier einen Davidscheid Geschenkkorb gebastelt. Da ist Energy Drink drinnen, es sind Silberzwiebel drinnen, geil. Die du so gern dazwischen isst. Es ist Benz, Onkel Benz Rice. Ja, und? Dann haben wir da nur so wow. Lyrik, das schöne. Wow. Voll. Also, und dann, wir haben zwar keinen Schlüssel für dein Ridey, aber wir haben einen Anhänger, also wir haben einen Schlüssel zu unseren Herzen. Das geil. Sind zwei Schlüssel für unsere Herzen. Wow. Das ist tatsächlich wow. sind die Schlüssel von unseren Wohnungen, aber wir sagen ja. da nicht wo. Ja. Da. Es ist aber wow. Nur. Ich und, bin richtig gerührt. Warte, jetzt wirst du nur gerührter. Ich habe mein Research getan und ich habe mir gedacht, wow, du bist ja voll der Fanboy. Wir sind auch voll bei Handboys und jetzt haben wir gedacht, Qualtinger. Ja. Boah. Qualtinger. Bist du deppert? Ja. Boah. Ja. Boah, danke schön. Danke. Vielen Dank. Geschenke ist eine Kebo-Sache. Wow, bist du. Wow. Die habe ich nämlich noch gar nicht. Ja, hab extra gefragt, ist die öfter herausgekommen oder nicht, weil er ist ein Fan, kann sein, dass er da öfter mal so. Ja. Wahnsinn. Ja. Boah, ich bin gerührt. Vielen, vielen Dank. Es freut uns. Es freut uns sehr, dass du heute da bist bei uns. Wir sind damit aufs Erste jetzt mal für die Aufnahme am Ende und als letztes Segment von dieser Aufnahme sage ich noch schnell Danke an bestimmte Menschen hier. Philipp Pankratz hat uns den Ton gemacht und hat scheinbar den Ton auch schon früher anderen Leuten gemacht. Sowieso haben wir den Matthias Bayer da, den haben wir jetzt, ich meine, wir haben euch beide schon erwähnt, aber ja, Videoaufnahme. Wir haben heute nicht den Elias, aber trotzdem danke Elias fürs Bisherige. Dann müssen wir auch heute nicht der Jessica Bollertz und dem Philipp Stückenius danke sagen für das Hosting hier. Aber da die beide krank sind, müssen wir heute vor allem dem Florian Collins und dem Christian Leiner danke sagen, weil das sind hier die Chefs von diesem netten Etablissement, das uns erneut eingeladen hat. Und uns immer die Getränke sponsert, wenn wir da sind. Also, genau. Nice. Genau, jetzt. Ja. Eine ganz wichtige Sache haben wir noch. Nächstes Monat haben wir auch wieder. Boom, boom.
haben wir auch wieder eine Live-Podcast-Aufnahme und freuen uns, wenn ihr alle wieder zahlreich erscheint. Das wird abgefahren eng. Wir wissen noch nicht, ob wir es hier machen oder drüben im Transponder, den ihr jetzt noch nicht kennt, aber gibt es einen größeren Raum. Da kommt der Lars Eidinger am 30. Mai. Es wird spannend, weil wir haben kein, habe ich vorher gesagt, wir haben kein Ticketing. Das heißt, wenn ihr einen Platz haben wollt, kommt es einfach 3 Tage vorher. Man kann mit einem Sleeping Bag kommen. Oder ja, genau, im Hotel einchecken. Danke, danke. Unser Team ist einfach, genau. Wenn ihr Fragen habt, unser Team hat die Antworten. Aber ja, das war's dabei einmal, ja, oder? Ja, das war's. Danke fürs Kommen. Danke, schön. Yeah.